Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA engagiert sich weltweit für die Linderung von Armut und Not. Eine wichtige Aufgabe in meinem Amt als DEZA-Direktor sind Feldbesuche. Diese geben mir die Möglichkeit, mir vor Ort einen Einblick zu geben in unsere Projekte und in ihre Wirksamkeit. Besonders betroffen machen mich jeweils die Besuche in Flüchtlingslager. Die vielen Menschen, die ihre Heimat wegen Konflikten oder Katastrophen verlassen mussten und jetzt einer doch sehr ungewissen Zukunft entgegenblicken. Bei solchen Gelegenheiten merke ich auch immer wieder, wie privilegiert ich bin, dass ich in einem sicheren Land wohnen darf. Umso mehr erfüllt mich jeweils mit Befriedigung, ja sogar mit etwas Stolz, dass die DEZA gerade an solchen Orten Hoffnung und Perspektiven schaffen kann. Nehmen Sie das Flüchtlingslager Kakuma im Nordwesten von Kenia. Das ist ein Flüchtlingslager mit 180.000 Flüchtlingen, hauptsächlich aus Sudan, aber auch aus Somalia und anderen umliegenden Ländern, in denen Konflikte herrschen. Wenn immer ich in solchen Lagern junge Menschen frage, was ist Ihr größtes Problem, sagen sie immer alle dasselbe: die Untätigkeit und das Gefühl, dass das Leben an ihnen vorbeigeht. Da setzt die DEZA an. Gerade in Kakuma geben wir jungen Menschen die Möglichkeit, Mechaniker, Mechanikerinnen zu werden, Näher, Näherinnen, Computerfachleute. Und wir haben Erfolg damit. Das zeigt das Beispiel eines jungen Mannes aus Südsudan, der bei uns gelernt hat, wie man Computerfestplatten flickt. Jetzt ist er zurück in Juba und hat dort einen gut laufenden Computerladen. Und das ist kein Einzelfall. Studien zeigen, dass gerade Flüchtlinge, die eine gute Ausbildung haben, zu den Ersten gehören, die in ihr Heimatland zurückkehren, wenn die Situation es erlaubt. Nun denken Sie vielleicht, schön, dass wir all diesen Menschen helfen können, aber hat die Entwicklungszusammenarbeit einen direkten Nutzen für die Schweiz? Ich kann Ihnen sagen, kaum ein anderes Land profitiert so sehr von der Globalisierung wie die Schweiz. Deshalb haben wir auch ein großes Interesse an Sicherheit und Wohlstand auf der Welt, an Verhältnissen, die Menschen nicht in die Migration treiben und ja, auch an offenen und florierenden Märkten. Diesen Schweizer Interessen dient die Arbeit der DEZA ganz direkt. Wir lindern Not und Armut auf der Welt, wir fördern in unseren Partnerländern die Stabilität und wir verschaffen Perspektiven, vor allem für junge Menschen. Aber es kommt noch etwas Wichtiges dazu. Als Land, dem es gut geht, haben wir eine Mitverantwortung für Menschen, denen es schlecht geht. Wir wollen als Schweizer ja nicht nur von der Globalisierung profitieren. Wir wollen einen Beitrag leisten, dass benachteiligte und arme Menschen ein Leben in Würde, mit Hoffnung und mit Zukunftsperspektive führen können. Damit drücken wir unsere Dankbarkeit aus, dass es uns im Vergleich so viel besser geht. Ich bin überzeugt, dass diese aktive Solidarität von uns Schweizerinnen und Schweizer nicht einfach eine noble Geste ist, sondern sie ist Teil unserer Identität. Ich meine, wir sollten zu diesen Werten Sorge tragen.